Chibu Sidekick, also Chibu zur Zweithui. Eine kombinierte Übung mit einer ganz speziellen Schrittarbeit, um dann Distanz zu überbrücken und saubernen Sidekick als Angriff zu bringen. So, um genau das geht es im vorliegenden Video und wir machen das in zwei Schritten. Zuerst zeige ich euch diesen Chibu, diese Schrittarbeit. Der wird auch als den Hühnerschritt bezeichnet. Und dann geht es weiter mit einem Sidekick. Und zwar kein eingedrehter Sidekick, sondern wir nehmen das vordere Bein für den Sidekick. So, für den Chibu-Hühnerschritt stehen wir in Kampfstellung. Ein Bein vorne, ein Bein zurück. Und jetzt macht man das wie so ein kleiner Sprung. Und zwar so, dass das hintere Bein an die Stelle geht, wo das vordere Bein steht. Ja, nach vorne. Zip. Und dann zurück das vordere Bein dahin stellen, wo das hintere jetzt steht. Zip. Und das kann man jetzt immer vor und zurück machen. Vor, zurück. 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 So, jetzt können wir einfach, wenn wir den Schritt nach vorne machen, das vordere Bein, was ja durch den Schritt entlastet wird, sofort als Kick hernehmen. Ich zeige es euch mal am Boxsack. So, wir stellen uns vor den Boxsack mit einer gewissen Distanz, sodass wir jetzt eigentlich noch gar nicht treffen können. Wir brauchen jetzt also einen Schritt, um wirklich in die Reichweite zu kommen, dass wir den Boxsack treffen. Und das machen wir jetzt mit diesem Chibu. Das heißt, wir gehen in den Chibu und das vordere Bein macht sofort den Sidekick und wieder zurück. Vorderes Bein Sidekick und wieder zurück. Vorderes Bein Sidekick und wieder zurück. Vorderes Bein Sidekick und wieder zurück. So, wenn man den Schritt mit dem Kick gut macht und beide Techniken sauber verbindet, kriegt man zum einen richtig Kraft und Power in den Kick und zum anderen hat man danach sofort wieder Distanz, dass man selber nicht angegriffen werden kann. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt bei der Übung.